natürlich auch mein Super Nature's Prophet keine schlechte Wahl. Und, ja. Schauen wir mal. Ich bin nicht so der Super Nature's Prophet-Spieler und ich bin noch nicht ganz sicher, wie ich in dem Spiel bauen werde. Ob eher auf Split-Push oder eher für Teamkämpfe mit. Aber ich habe Bock auf den. Außerdem habe ich eine 10 Helden-Herausforderung im Kompendium. Und ich will, ja, manchmal auch Helden spielen, die ich sehr selten spiele. Ich werde mir sehr viel Mühe geben. Gestern habe ich ziemlich scheiße gespielt. Es gibt auch Tage, wo ich... Also ich habe gestern echt scheiße gespielt insgesamt. Irgendwie war ich da nicht gut und hoffentlich ist das heute nicht der Fall. Oh, neue Herausforderungen kann ich anfordern. Gucken, welche ich davon nehme. Double Kill. Okay, das schaffe ich wohl damit nicht. Stack 5 Creams auch nicht. Versuche dann eher einen Double Kill zu machen. Die reden alle ein bisschen viel Quatsch. Hoffentlich wird das dann bald besser. Ja, schönes Set habe ich immerhin schon mal für den Nature's Prophet. Und ein Shaker. Bis gerade eben war es so schön. So kein richtiger Disable, man kommt immer ganz gut weg. Das hat sich jetzt erledigt. So, hier 1000 Münzen. Zack, gewinnen wir. Wird alles super. Oder so Richtung Soul Ring, wie es halt ein... Wie es halt ein, Enigma macht. Wie ist der Cooldown von dem? 37 Sekunden. Das merkt man wieder, wie schlecht ich mich mit Nature's Prophet auskenne, was natürlich nicht so toll ist manchmal, weil man da nicht ideal spielt, aber ich habe auch keine Lust, jetzt erst 1000 Jahre Guides zu lesen. Bin ich ein bisschen faul. Soul Ring. Weiß ich gar nicht. Ich habe leider auch den Twitch-Chat aus. Kann also praktisch damit gar nicht mithelfen. Ich glaube, das schadet einfach nicht. Mache ich ein bisschen mehr Schaden, ein bisschen mehr Mana-Pool. Probieren wir es so. Irgendwie. Aber trotzdem habe ich 1000 Münzen gesetzt. Aber setzt keiner dagegen, von daher ist keine Gefahr, dass ich die verliere. Ob es das wert ist, hat nicht mal die Rune bekommen. Dann ist es noch weniger wert. Ich war natürlich auch polarmarschig, dass ich jetzt nicht mal was, dass ich auch nicht mit der Rune helfen konnte. Ich fange mit dem kleinen Camp an, versuche das ziemlich schnell zu killen und dann gucken wir mal. Am Anfang hat man da auch relativ wenig. Okay, geht's gleich los mit dem Timber. Hab aber noch keine... Ich kann das kleine Camp sogar nochmal machen. Am Anfang tanken die noch nicht so viel weg. Auch nochmal die gleichen Hanseln. Schade. Ups, jetzt habe ich sogar nur einen Treant gemacht. Das ist nicht so gut. Ein bisschen lazy da in den Wald geklickt und nur einen Treant erschaffen. Das ist ziemlich scheiße. Was sind hier für welche? Habe ich es noch gar nicht gesehen. Mid-Tower taking damage. Doch durchziehen sollen eben. Na, ich dachte erst, dass sie sich da besser schlägt.
So, mal die Rune oben einsacken. Ja, das hätte ich eben schneller machen sollen. Da hätten wir vielleicht den Kill machen können. Wer weiß. Ich weiß es nicht. So. Ne, erstmal die Kleinen. So, ein bisschen Auge offen halten mal. Ne, schade, das ging daneben. So. Kann ich geschaut, dass eben hier gespawnt ist. Nein, die sind okay. Kriege ich hier 3 raus? Nee. Wahnsinn. Jetzt habe ich ein bisschen Schiss gemacht. Jetzt sind 3 hier unten, okay. Sehr schön. Queen of Pain ist trotzdem gestorben, was nicht so schön ist. So, zumindest mal das Katapult schon mal killen, damit das nachher nicht mit auf den Tower schießt. So, als nächstes brauche ich Threads. Die sind so oder so gut. Was ist da oben los? Timber kann ich nicht so viel machen. Icarus Dive habe ich nicht genau gesehen, wie viel Schaden das gemacht hat. Das ist zu spät. Aus sind alle aktiviert. Das war nicht der Plan. Ich sollte mal meine Sachen holen, dann bin ich auch ein bisschen effektiver. Shaker rennt hier rum. Schade. Ja, mit den Boots hätte ich ihn dann wahrscheinlich noch gekriegt. Hey, außen nicht außen rum rennen. Ich würde gleich mal erstmal in die Base teleportieren. Oder laufen. Je nachdem. Könnte man auch den Kurier einfach nehmen. Gäbe so viele Möglichkeiten. Naja, machen wir es mal so rum. So, erstmal die Threads. Nein! Nicht zweimal kaufen. Danke für das Angebot. Jetzt soll man nicht auf den Tower drücken. Split-Push oder Fighting-Shit? Das ist hier so ein bisschen die Frage gerade. Your middle tower is under attack. Ein Silence wäre halt, wenn ich auf den Fighting-Build gehe. Und sonst Desolator.
und oder Necro Book. Der Solator geht natürlich für beides irgendwie. Zu halten, dass sich da irgendwo eine Situation ergibt. Nein, aber nicht so sehr. Den Ulti hebe ich auch mal auf für Teamkämpfe, um nicht einfach jetzt so zum Farmen rauszuballern, sondern ein bisschen Damage macht. So, ich habe ein paar Sachen ready. Wenn sie oben auf den... Ah, what golden greening. Ja, den Timber hätten wir da schon haben können, denke ich. Wäre dazugekommen. So, sehr schön. Ihr kämpft hier mal schön weiter. Autsch. So, jetzt mal als nächstes Teleport maxen. Wenn das so läuft, vielleicht gehe ich hier auf ein Kampfbild. Baut er ein Oils? Rocket wäre schon ziemlich nice. Ich habe Bock gerade auf ein Kampfbild, so. Ich gehe mal kurz in die Base, hole mal ein bisschen was. Da habe ich schon mehr Damage, was auch nicht so verkehrt ist. Your middle tower is under attack. 5-3. Ist auch nicht so, dass wir jetzt da sensationell vorne liegen. So, die müssen mal den Push bisschen abwehren. Okay, so richtig hier gibt es ja nichts. Ich verteidige die Mitte mal ein bisschen. Hätte ich auch ein bisschen früher machen können. Schön. Schöner Warcry vom Sven, der mich damit in die Range gebracht hat. Der Gyro ist natürlich immer gefährlich und der... Ja. Egal, jetzt gehe ich erstmal wieder... Oder ich bleibe erstmal kurz in der Mitte noch. Machen wir es mal so. Ich
Autsch. Okay. Bisschen zu aggressiv, zu nah an den Tower, zu nah an die Gegner getipied. Nicht die beste Idee aller Zeiten. Out. Ja. Schon mal bessere Entscheidungen getroffen als das gerade eben. Nö. Noch alle Last jetzt verkackt. Aufpassen, unten sind mich jetzt alle Mist. Wenn nicht alle bis auf den Shaker Mist wären, würde ich sogar mal die Mitte pushen, aber so ist mir das ein bisschen zu gefährlich. Shadowfiends auch unten. Ein bisschen Auge offen halten. Nicht wieder was ergibt irgendwo. Your middle tower has been eliminated. Ohne oben kann die Queen of Pain mal einsammeln. Die dürfte da eigentlich noch liegen. So, der ganze Jungle ist leider weggefarmt. Ja, ich glaube, so einfach killen wir den leider nicht. Hm, ist auch ein bisschen cool verraten, bevor da... Oh oh. Sollten dann vielleicht versuchen. Bisschen Druck auf den Tower zu machen. Als Ausgleich. Lass meine Arme. Trillions in Ruhe, du sagst. Natürlich nicht. If you have any last words for your bottom tower, well, it's already too late. Maske abholen. Knapp 100 Tacken fehlen mir noch für den Orchid. Sehr interessante Informationen. Nun gut. Wir haben zwei Tower und selber auch zwei Tower verloren. Ne, wir haben einen Tower erst. Fuck. Um zwei Tower verloren, so rum ist richtig. Mhm. Wie lange dauert die Teleport? 3 Sekunden. Okay. Mal kurz nachgelesen, wenn man so selten den Nature's Prophet spielt wie ich. 3 Sekunden dauert das. Das wollte ich nochmal wissen.
Vielleicht auch was Interessantes. Wrath of Nature. Okay, passt. So, 40 Gold brauche ich noch. Für den Orchid, sie geht auf Aghanims. Und jetzt warten wir nur darauf, dass der Omni zurückkommt. Was ist? Double Kill, okay. War schon möglich. Mal gucken, was ich nach dem Orchid baue, ob ich einen Dagger baue. Oder ob ich eher... Was gäbe es noch für Möglichkeiten? Desolator. Für Kämpfen und Split-Push. Oder... Necrobook. Das sind so die drei Sachen, die mir am ehesten jetzt gerade so gefallen. Desolator, Dagger oder Necrobook. Mal schauen. Ich finde den Dagger, glaube ich, gar nicht schlecht. Bisschen Mobility noch. Und das hilft sowohl Kämpfen als auch Split-Push, ähnlich wie Desolator. Necrobook ist hauptsächlich zum Split-Pushen. So, ich hoffe, der Omni kommt gleich wieder. Ja, dem ist Aghanims ja verbessert mit dem 6.85-Patch, weil der Dazzle das gerade schreibt. Die Crater Treants sind stärker geworden. Crater Treants erscheinen dann, wenn man Helden damit killt. Ja. Und normale Treants, falls ihr gar nicht kennt, mit dem Aghanims ist es so, wenn man eine Einheit tötet, kommt da so ein kleiner Treant raus, halt, wie man ihn hier auch beschwört. Und wenn man einen Helden tötet, bekommt so ein starker Treant. Okay, jetzt kommt gerade Antivirus, irgendeine Meldung. Gut, die passt ja. Kann ich jetzt zurück ins Spiel, ohne dass alles abstürzt? Ja, sieht gut aus. Irgendeine Antivir-Meldung war das gerade. Autsch. Sehr schön. Naja, habe immerhin noch mein Dings noch gekauft. Mein Orchid. Drop Tower under siege. Dire structures are fortified. So. Kommt der Ulti gleich oben vorbei? Nein, hat nicht mehr gereicht für die Creep Wave. Das ist auch scheiße. Ja, das Sprout war nicht ganz so super. Hätte ich gleich wenigstens die Treants draus machen sollen, dann wäre es okay gewesen. Ich wollte ihn erstmal am Platz halten, weil er irgendwie Speed nicht hatte und dann... ich hätte wenn schon Sprout und dann gleich Nature's Call machen sollen. Das wäre sinnvoller gewesen. Nicht ganz geklappt. Autsch, bitte lauf ich noch.
Ah, fast noch rausgekommen. Fuck. Naja, es war trotzdem nicht ideal. Ärgerlich. So war es nicht geplant. So war das nicht geplant. Ich hole mir mal einen Dagger. Nicht mehr geholfen. Wird doch einfach ein BKB. Ach, wenn ich die Nature's Prophet mal häufiger spielen würde. Ja, BKB finde ich auch nicht schlecht. Was ist denn jetzt mit dem scheiß Antivir? Ständig poppt das hier auf. Da habe ich eine komische Statusmeldung. Wir werden jetzt ständig von denen überrascht. Das ist nicht gut. Sehr schön. Das ist immer das Schöne, dann kann der Timmer gar nicht mehr angreifen, wenn er den Ulti draußen hat. Und man ihn dann silenced. Okay, Double Kill ist nicht so gut. Habe ich so viel Geld? Sollte ich daraus auch mal was machen? Nur mit dem Blinkdagger, so. Und dann schaue ich mal weiter. Für die Mobility, so. Ein bisschen HP lieber, falls ich von dem überrascht werde. Das wird wieder die Illu sein.
So, ich will jetzt mal ein bisschen gucken, wieso nicht zurande kommen. Den Split Potion ist ein bisschen schwierig, wenn man die ganze Zeit nicht sieht. Okay, in der Mitte. Unten ist der Gyro. Ey, schon wieder. Was ist für eine Antivir-Scheiße? Muss ich gleich mal gucken. Wenn das mitten im Kampf passiert, ist es nämlich ziemlich schlecht. Ich kann mir das aber gerade nicht richtig angucken. Was poppt da mal auf und macht irgendeinen Scheiß. So, oben ein bisschen am Split pushen. Hier ein bisschen aufpassen. Na, gerade noch denied. Oben ist auch der Omni. So, ich warte einfach mal ein bisschen, bis ich besser sehe, wo die sind. Omni ist unten. Dann gehe ich mal kurz in die Base und hole zumindest den Mithrilhammer ab. Ah, ich wollte auch gerade kaufen für ihn, das hat er schon gemacht, okay. So, ich habe meinen Teleport. Ich kann ja auch easy zu ihm kommen. Oben ist der Timber. So, wenn ich oben ein bisschen die Lane rauspushe. Okay, da war der Timber gerade. Günstig. Congratulations. Your middle tower being destroyed is part of your strategy, right? Yes, that's how I'm going to interpret it. Thank you.
Da ist Roshan hinüber. So, die Lanes ein bisschen gepusht halten. So, unten war der Omni. So, dann gucken, wo sie pushen, okay. Radiant structures are fortified. Ups. Moin. War da gerade ein Kurier unterwegs? War doch irgendwie, ja, anscheinend aber gerade zurück zur Base. Schade. Na gut. Das hat da nicht so viel gebracht, ein Egg alleine. Warum ist denn der AFK? Okay. Ashamed of its past and its horrific crimes, Radiant's courier has just thrown itself onto an enemy blade. Sauber den Kurier bekommen. Your bottom tower is under attack. So, wir sollten den Tier 2. Das ist ein schwierig jetzt. Ohne Queen of Pain. Vor allem, wenn Sven und Dazzle nicht dabei sind. Your bottom barracks are under attack. Without your bottom barracks, the map really is much cleaner. Aufpassen. Nein!
Hä, warum? Warum denn noch den Sunray anmachen und sich HP abziehen? Ey, jetzt schon wieder. Irgendwas ist am Vordergrund. So. Manchmal, wenn ich irgendwo genau auf dem Bildschirm klicke, ich weiß nicht genau wo, dann. Ich komme nicht ganz ran. No, I don't want to play. Wurde leider auch nicht schnell kaputt. Kommt, Jungs! Na, schade, den Shadowfiend nicht mehr bekommen. Naja, eine Lane down ist schon alles möglich. Ich bin mir manchmal nicht ganz sicher, wann wohl die beste Idee ist, jemanden zu. Ich wollte ihn nur vom Weglaufen hindern. Aber in dem Augenblick. Your top tower is fallen.
Not yet. Das ist schon Necro Level 3? Nein. Necro. Autsch, der Crit tat weh. Your middle barracks. Just look at how not there anymore. Your middle barracks are under attack. The middle barracks is a net in the attack. Schade. Hätten wir, glaube ich, auch ganz gut gewinnen können. Muss vielleicht manchmal ein bisschen mutiger noch sein beim Split-Pushen. Man hätte sicherlich effektiver spielen können mit dem Nature's Prophet. Das wäre sicherlich sinnvoll gewesen. Ich muss ihn vielleicht ein bisschen häufiger spielen, damit ich mal besser werde mit ihm. Immerhin keine Münzen verloren, weil keiner dagegen gesetzt hat. Aber irgendwie lief es auch sonst nicht so gut. Gerade am Anfang hatten wir eigentlich ein paar schöne Aktionen. Müssen wir ein bisschen häufiger spielen. Ich hätte, glaube ich, ab und zu mal mehr Split pushen können. Literally, their ancient is a tree. War ich vielleicht manchmal zu defensiv, gerade mit dem Dagger. Okay, forget it, whatever. Aber und auch am Anfang ein bisschen effektiver vom Item-Bild, kann ich noch ein bisschen was überlegen. Könnt ihr ganz gerne ein paar Tipps abgeben, wenn ich mit dem Prophet mal besser werde. Ab und zu ihn spielen macht mir schon Spaß. Aber auch wenn ich nicht glaube, dass es jetzt einer meiner Helden wird, die ich dann häufig oder sehr häufig spiele. Aber ab und zu ist mal ganz cool und wenn ich dann ein bisschen besser mit ihm werde, wäre auch nicht schlecht.